Okay, getting back to our passage on page 9. Wir kehren so zum Abschnitt Seite 9 zurück. Among the many traditions of the Mishnah was that of frequent fasting. Unter den vielen Bestimmungen der Mishnah gab es Fastenbestimmungen. In fact, the Pharisees fasted twice a week. Der Pharisäer pflegte zweimal die Woche zu fasten. And these were Mondays and Thursdays. Von Montag und Donnerstag. In another place, Jesus tells the story of the publican and the Pharisee. An anderer Stelle erzählt Jesus die Geschichte vom Zöllner und dem Pharisäer. Both went to the temple to pray. Beide sind im Tempel und beten. And the publican used his prayer time to seek God's mercy. Und der Zöllner nutzt die Zeit, um Gottes Gnade zu erflehen. But the Pharisee used his prayer time to let God know how lucky God was to have him on his team. Andererseits nutzt der Pharisäer die Zeit, um Gott zu erklären, wie glücklich dieser sei, um ihn in seinem Team zu haben. And he brags about what he does. Er gibt damit an, was er alles tut. And he says, I fast twice a week. Und er sagt unter anderem, ich faste zweimal die Woche. Mondays and Thursdays. Montags und Donnerstags. And Luke verse 33 shows the disciples of John followed that tradition. Und Lukas 5:33, da sehen wir, dass die Jünger derselben Tradition folgen. But Jesus does not practice that tradition. Aber Jesus fastet nicht. And they want to know why. Und nun wollen sie wissen, warum nicht. And Jesus responds by saying four things in Luke's account. Und Jesus gibt eine vierteilige Antwort. The first point is in verse 34 and 35. Erstens, Verse 34 und 35. Don't come to a wedding feast to fast, but to feast. Wenn du auf eine Hochzeit gehst, dann komme nicht um zu fasten, sondern um am Festmahl teilzunehmen. The bridegroom happened to be present. Und zufällig war der Bräutigam gegenwärtig. As long as he is present, there will be no room for fasting. Und solange der Bräutigam da ist, gibt es keinen Anlass zu fasten. The time Jesus went public with his ministry at the Passover, there's no record of him fasting. Und seitdem Jesus mit seinem Dienst an die Öffentlichkeit ging, beim Passafest, lesen wir nirgends, dass er gefastet hat. His second point is in verse 36. Zweitens, Vers 36. You don't use a new patch of cloth to cover a hole in an old garment. Man nimmt keine neuen Lappen, um ein altes Stoffstück zu flicken. An old garment has been washed many times. Ein altes Kleid ist ja schon mehrmals gewaschen worden. It has shrunk as much as it will ever shrink. Es wird nicht weiter schrumpfen. And if it develops a hole in its old age. Und wenn es dann aus Altersgründen löchrig wird, and use a brand new piece of cloth to cover it, und du dann ein neues Stück Stoff drauf nähst, next time you wash the thing, it will shrink and pull the garment out of shape. Dann wird es beim nächsten Waschgang schrumpfen und den Stoff verzerren. The point is, you don't come to join them in patching up Pharisaic Judaism. Jesus will damit sagen, er ist nicht gekommen, um das pharisäische Judentum zu flicken. To pluck up these holes in the fence that they were seeing. Er ist nicht gekommen, um die Schlupflöcher des Gesetzes zu stopfen. What he's presenting is very different. Was er hier darstellt, ist ganz anders. His third point is in verse 37 and 38. Der dritte Teil der Antwort ist in Vers 37 und 38. You don't put new wine into an old wineskin. Man füllt auch keinen neuen Wein in alte Weinschläuche. An old wineskin has stretched as much as it will ever stretch. Ein alter Weinschlauch hat sich bereits maximal ausgedehnt. New wine is wine that's begun fermenting, but the fermentation process is incomplete. Der neue Wein, der ist ja noch am Gären und wird also noch expandieren. Now, if you fill up an old wineskin with new wine, as the fermentation process continues, the wine expands.
Wenn man also den neuen Wein, diesen Sauser, in einen alten Weinschlauch tut, dann wird er sich weiter, wird er weiter gären und ausdehnen. It will then cause a rip in the old wine skin. Daraufhin springt dann oder reißt der Weinschlauch. And you will lose both the wine skin and the wine. Und man verliert dann sowohl Schlauch als auch Wein. His point is this. Und Jesus sagt damit Folgendes. He did not come to put his teachings into the skin of Pharisaism. Jesus sagt, er sei nicht gekommen, um seine neue Lehre in die alten Weinschläuche der Pharisäer zu füllen. It could not contain it. Diese könnten den neuen Wein seiner Lehre nicht festhalten. He's presenting something that is new. Jesus stellt etwas ganz Neues dar. His fourth point is in verse 39. Und der vierte Teil der Antwort ist in Vers 39. In the end they will reject the new and stay with the old. Am Ende, in the end they'll reject the new and stay with the old. Am Ende werden sie den neuen Wein ablehnen und beim alten bleiben. Now turn your Bibles to John chapter 5. Schlagt bitte in euren Bibeln Johannes Kapitel 5 auf. Now Jesus and the Pharisees will continue debating over the authority of the Mishnah. Die Pharisäer debattieren weiter über die Autorität der Mishnah. And the one special area of the debate will be over the proper way to observe the Sabbath. Und Teil dieser Auseinandersetzung wird sein das Halten des Sabbats. In the one commandment that Moses gave, remember the Sabbath day to keep it holy. Das Sabbatgebot, das Mose gibt, oder Sabbatsheiligung. The Pharisees added over 1,500 additional Sabbath rules and regulations. Um dieses Gesetz zu sichern, haben die Pharisäer über 1,500 Bestimmungen erlassen. It became the most important single element in the Mosaic law for them. Damit wurde die Sabbatheiligung zum wichtigsten Einzelgesetz im Gesetz. And the Sabbath was personified both as a queen and a bride. Und der Sabbat wurde dargestellt, personifiziert als Braut. Jehovah's queen and Israel's bride. Also die Königin Jehovas und Israels Braut. And we'll see the conflict beginning here. Und hier entzündet sich ein Konflikt. John 5 contains the third of John's seven signs. In Johannes 5 finden wir das siebte Zeichen. It's also the second of John's seven. Entschuldigung, das dritte Zeichen. It's also the second of John's seven discourses. Es ist auch das zweite der Jesus Worte. The first discourse or sermon was in John 3. Die erste Predigt ist in Johannes 3. And here we have the second of John's seven discourses or sermons. Und hier ist all the numbers got me confused. Okay. So we have which discourse? The second. Die zweite Rede haben wir nun hier in Kapitel 5. Now verse 1 mentions a feast without naming it. Hier in Vers 1 wird ein Fest erwähnt, ohne dass es genauer bezeichnet wird. In Jewish writing, when a feast is mentioned without being named, it refers to a Passover. Und wenn nach jüdischer Tradition einfach vom Fest gesprochen wird, dann handelt es sich um das Passafest. This is now the second Passover of his public ministry. Dies ist nun das zweite Passafest seines öffentlichen Dienstes. His ministry is now 1 year old. Sein Dienst ist nun ein Jahr alt. And he comes to the pool in verse 2. Er kommt dann in Vers 2 an den Teich. And he sees a lame man. Und dort sieht er einen Lahmen. He's actually a paralytic. Er ist gelähmt. And Jesus chooses to heal him on his own initiative. Und Jesus ergreift die Initiative und heilt den Mann. The man does not even know who Jesus is. Der Mann kennt Jesus nicht einmal.
And he simply commands them at the end of verse 8, arise, take up your bed and walk. Und am Ende von Vers 8, dann befiehlt ihm Jesus einfach, steh auf und nimm dein Bett und geh. He knows that will cause a stir. Jesus weiß, dass dies zu Unruhe führen wird. Verse 10 says it was a Sabbath day. Denn in Vers 2 10. wird uns gesagt, in Vers 10 wird uns gesagt, es war ein Sabbat. And among the Mishnaic laws about the Sabbath was this. Und eins der Mishnah Gesetze, den Sabbat betreffend, war: You're not allowed to carry anything from a public place to a private place, or a private place to a public place. Du darfst von einem öffentlichen Ort nichts an einen privaten Ort und umgekehrt tragen. So people saw him carrying his bed in the public on the Sabbath, that would cause a stir. Und wenn die Menschen nun sehen, wie er am Sabbat in aller Öffentlichkeit sein Bett trägt, dann wird das zu Unruhe führen. In verse 10, they even tell him, it's the Sabbath, it's not lawful for you to take up your bed. Und sie sprechen ihn sogar an, Vers 10, es ist doch Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. But he told them, the one who healed them told them to do this. Aber dann sagt er, dass der, der ihn geheilt hat, ihn auch dazu aufgefordert hat. When he's asked who it is, the man doesn't know. Oder als er gefragt wird, wer das denn sei, weiß der Mann es nicht. Had to go back and find out who it was. Er musste also zurückgehen und erstmal fragen, wer das ist. He did not know who Jesus was. Er kannte Jesus nicht. He did not know who Jesus claimed to be. Er wusste auch nicht, wer Jesus zu sein behauptete. There's no faith on the part of the man at all. Seitens des Mannes ist keine Spur von Glauben. At this point, faith was not necessary for these miracles to occur. Zu diesem Zeitpunkt war der Glaube keine Voraussetzung für ein Wunder. He's performing miracles to get them to believe at this stage. Zu diesem Zeitpunkt tut Jesus Wunder, um ihren Glauben zu wecken. And when he finally finds out who healed them, he tells the others. Und als der Mann schließlich herausbekommt, wer ihn geheilt hat, erzählt er es den anderen. And verse 16 says the reason they began to persecute him is because he broke the Sabbath in their interpretation. Und Vers 16, da erfahren wir, dass die Juden Jesus nun verfolgten, weil er das Sabbatgebot gebrochen hat. But in verse 17 he responds by calling God his own father. Vers 17 aber antwortet er, indem er Gott seinen Vater nennt. Now what did that mean in the Jewish context of first century Israel? Was bedeutet das im Zusammenhang des ersten Jahrhunderts? Let's read verse 18. Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst so Gott gleich machte. They recognize him to be claiming equality with God. Sie merken, hiermit stellt er sich auf eine Stufe mit Gott. It was bad enough that he broke the Sabbath the way they interpreted. Schlimm genug, dass er den Sabbat nicht heiligte, jedenfalls nicht so, wie sie es verlangten. For this they wanted to persecute him. Und dafür wollten sie ihn verfolgen. But he claimed to be equal with God, now they want to kill him. But now he claims equality with God. Nun, da er sich Gott gleichsetzt, wollen sie ihn umbringen. Now in verses 19 through 29, Jesus defends himself. In den Versen 19 bis 29 verteidigt sich Jesus. And he makes 4 points here. Seine Rechtfertigung besteht aus 4 Punkten. First point is verse 19 through 21. Erstens, 19 bis 21. He's doing the kind of work the Old Testament said only God can do. Er tut das, was laut Alten Testament nur Gott zusteht. So if he's doing that kind of work now, he must be God. Wenn er also dieses Werk nun tut, muss er ja logischerweise Gott sein. His second point is in verse 22 and 23. Zweiter Punkt, Verse 22 und 23. That he will be the final judge of all men. Er wird der Richter aller Menschen sein. But in the Old Testament, God is the final judge of all men. Aber im Alten Testament erfahren wir, dass Gott der Richter sein wird. So if he will be the final judge of all men, he must be God. Wenn er also der Richter aller Menschen ist, dann muss er auch Gott sein. Third defense is verse 24. Vierte Rechtfertigung, Vers 24. He has the power to provide eternal life. Er hat die
Macht oder die Autorität, ewiges Leben zu schenken. In the Old Testament, only God can give eternal life. Im Alten Testament kann nur Gott ewiges Leben schenken. So if he can give eternal life, he must be God. Wenn also Jesus ewiges Leben schenken kann, muss er Gott sein. His fourth defense is verses 25 to 29. Die vierte Rechtfertigung finden wir in 25 bis 29. He will be the one to bring about the resurrection from the dead. Er ist der, der die Auferstehung des Todes vom Tod einleitet. But in the Old Testament, God does the resurrection from the dead. Im Alten Testament ist es Gott, der vom Tode auferweckt. If he does the resurrection, he must be God. Wenn er vom Tode auferweckt, dann muss er wohl Gott sein. And notice he points to two different resurrections. Jesus verweist auf zwei unterschiedliche Auferstehungen. In verse 29, there is first the resurrection of life. In Vers 29 zur Auferstehung des Lebens. And that's the believer's resurrection. Das ist die Auferstehung der Glaubenden. But secondly, the resurrection of judgment. Aber dann zweitens die Auferstehung zum Gericht. And now it'll be the unbeliever's resurrection. Und das wird die Auferstehung der Ungläubigen sein. And he presents himself as being both God and man at the same time. Und so stellt sich Jesus vor als Gott und Mensch zugleich. In verse 25 he is the Son of God. In Vers 25 ist er Sohn Gottes. And in verse 27 he is the Son of Man. Und in Vers 27 ist er der Menschensohn. But merely claiming these things does not make it true. Nun, diese Dinge einfach zu behaupten, macht sie noch nicht wahr. So in verses 30 through 47 he presents four witnesses to his claim. Deshalb führt Jesus vier Zeugen für seine Behauptung an in den Versen 30 bis 47. Now the Mosaic law, two witnesses were sufficient. Nach mosaischem Gesetz genügten bereits zwei Zeugen. Three were better. Noch besser, wenn man drei vorweisen konnte. He gives four witnesses that supersedes what the Mosaic law required. Und indem Jesus vier Zeugen benennt, geht er weit über das hinaus, was das mosaische Gesetz verlangt. The first witness is John the Baptist. Der erste Zeuge ist Johannes der Täufer. Verse 33, you've sent unto John, you have borne witness unto the truth. Vers 33, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. And it was John who declared him to be the Lamb of God. Johannes hatte ihn ja als Lamm Gottes identifiziert. The second witness is in verse 36. Vers 36 wird der zweite Zeuge genannt. The very works that he is doing bear witness of him. Die Werke, die ich vollbringe, bezeugen das. Because the works that he is doing is the works that the Father sent him to do. Denn die Werke, die er tut, sind die Werke, die ihm der Vater aufgetragen hat. Then came the third witness in verse 37. Vers 37 wird der dritte Zeuge benannt. The third witness is God the Father. Der dritte Zeuge ist Gott der Vater. And the Father which sent me has borne witness of me. Der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. And he publicly spoke at the baptism, this is my beloved son whom I am well pleased. Und anlässlich der Taufe hatte Gott ja gesagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. And the fourth witness is verse 39. Der vierte Zeuge wird in 39 genannt. The scriptures bear witness of him. Die Heilige Schrift bezeugt ihn. And he's fulfilling the first coming prophecies of the Old Testament. Und er erfüllt die Weissagungen seines ersten Kommens bei den Propheten. So the problem is not that there is an insufficient witness to his messianic claims. Es ist also kein Problem. Es gibt genügend Zeugen, die seinen messianischen Anspruch bezeugen können. So what's the real problem? Worin besteht nun das Problem? Let's read verse 46 and 47. Verse 46 und 47. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? It would seem strange to accuse the Pharisees of not believing Moses. Es mutet ja zunächst einmal seltsam an, den Pharisäern vorzuwerfen, sie würden Mose nicht glauben. It's like us going up to an Orthodox Jew today and saying, you know, you don't believe Moses. Es ist wie, wenn ich heute einen orthodoxen Juden angehe und sage, du glaubst ja nicht an Mose. Who believed Moses more than the Pharisees did? Wer glaubte mehr an Mose als die Pharisäer?
express a valid accusation. Es ist eine berechtigte Anklage. The Pharisees believed in Moses the way he was reinterpreted through the Mishnah. Die Pharisäer glaubten an den Mose der Mishnah, wie er uminterpretiert worden war. They did not believe Moses as it is written. Sie glaubten nicht an Mose, wie geschrieben steht. And because they believed Moses only through the oral law, they actually ended up not believing Moses. Denn sie glaubten an Mose durch das mündliche Gesetz und damit glaubten sie nicht an den echten Mose. The same is true of Orthodox Judaism today. Gleiches kann man über das orthodoxe Judentum heute sagen. Let's go back to page 9 of your outline. Wir sind wieder auf Seite 9 der Notizen. And we go down to the second part, the Sabbath. Wir kommen zum Sabbat. And let's read Luke's account, verse 1. Und wir sind bei Lukas, Vers 1. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Then the Pharisees come attacking because they just broke four of those 1500 Sabbath rules and regulations. Die Pharisäer greifen die Jünger an, denn gerade haben sie vier der über 1500 Sabbatbestimmungen gebrochen. When they took the wheat off the stalk, they were guilty of reaping on the Sabbath day. Als sie die Ähren pflückten, da haben sie das Gebot, das Ernteverbot am Sabbat übertreten. Second, when they rubbed the wheat into their hands to separate the wheat from the chaff. Als sie dann den Weizen zwischen den Händen rieben, um das Spreu zu entfernen. They were guilty of threshing on the Sabbath day. Da waren sie schuldig des Dreschverbotes am Sabbat. When they blew their hands to blow the chaff away. Und als sie dann noch in die Hand bliesen, um den Spreu wegzublasen. They were guilty, thirdly, of winnowing on the Sabbath day. Danke, da hatten sie das Worfelverbot übertreten. And then fourthly, when they swallowed the wheat, they were guilty of storing the wheat on the Sabbath day. Und als sie dann den Weizen aßen, wurden sie schuldig, weil sie den Weizen gelagert haben am Sabbat. That's how extreme they had become. So extrem war das damals geworden. And so the Pharisaic Lord was forbidden to walk on the grass on the Sabbath day. Und so war es am Sabbat verboten, auf einer Wiese zu gehen. Now suppose you ask the Pharisaic Rabbi, what's wrong with walking on the grass on the Sabbath day? Hätte man einen Pharisäer gefragt, nun was ist so falsch daran, über eine Wiese zu laufen am Sabbat? His answer would be nothing. Er hätte geantwortet, nichts. It's permissible to walk on the grass on the Sabbath day. Er hätte geantwortet, es ist durchaus erlaubt, am Sabbat über eine Wiese zu gehen. Then came the building of the fence around the command. Dann aber hat man einen Zaun um das Gebot gesetzt. Then the rabbi would say this. Und dann würde der Rabbi Folgendes sagen. What you see is strictly a grassy field. Was du siehst, ist genau genommen eine Wiese. You may not see there's one well stalk of wheat growing among the grass. Was du siehst, ist Gras, aber unter den Grashalmen ist vielleicht auch ein Weizenhalm, den du zufällig nicht siehst. So as you're walking on the grass, you might step on the wheat and separate the wheat from the stalk. Und beim Gehen über die Wiese trittst du dann vielleicht auf diesen Weizenhalm und dabei trennst du das Korn vom Spreu. Now you're guilty of reaping on the Sabbath day. Und wirst damit schuldig, weil du am Sabbat geerntet hast. Then your foot might come down on the piece of wheat. Und dann trittst du noch auf dieses Stück Weizen. Might twist enough to separate the wheat from the chaff. Und trittst so drauf, dass Weizen vom Spreu getrennt wird. Now you're guilty of threshing the wheat on the Sabbath day. Und hast du auch noch am Sabbat gedroschen. As you keep on moving, the outer hem of your garment might cause a breeze. Und du bewegst dich weiter und dein Gewand verursacht so einen Windstoß. It might blow the chaff away. Und damit wird der Spreu weggefegt. Now you're guilty of winnowing on the Sabbath day. Nun hast du am Sabbat geworfelt.
Once you're gone, a bird or rodent might see the exposed piece of wheat and swallow it. Und vielleicht ist da eine Feldmaus, die sieht dieses Weizenkorn und lagert es für den Winter ein. Now you're guilty of storing the wheat on the Sabbath. Nun bist du auch noch schuldig geworden und hast den Weizen gelagert. That's why we don't walk on the grass on the Sabbath day. Aus diesem Grund laufen wir am Sabbat nicht über eine Wiese. See? Siehst du? And that's how extreme things had become. Und so extrem war es geworden. So Jesus responds by saying six things. Jesus gibt eine sechsfache Antwort. His first point is in Matthew verse 3 and 4. Begründung 1 in Matthäus 3 und 4. And he makes a historical appeal to King David. Er beruft sich auf König David. Now Moses never said that the priest could not give the showbread to a non-Levite. Moses hat natürlich nicht gesagt, dass die Schaubrote einem Nicht-Leviten gegeben werden könnten. The Pharisaic law said the Levite could not do that. Aber das pharisäische Gesetz hat es dem Leviten verboten. So David also broke Pharisaic law. Somit hat auch David das pharisäische Gesetz gebrochen. They could not claim that David lived before that rule. Und they could not. They could not claim that. The Pharisees could not claim that David lived before that rule. Ah ja, die Pharisäer konnten nun nicht behaupten, dass David vor ihren eigenen Gesetzen gelebt hat. Because they were teaching the oral law was also given by Moses. Lehrten sie doch, dass auch das mündliche Gesetz Mose gegeben wurde. But never condemned David for his action. Aber Gott hat David nie wegen dieses Gesetzesbruchs zur Rede gestellt. If David can break Pharisaic law, so can David's greater son. Wenn nun David pharisäisches Gesetz übertreten durfte, dann durfte es auch sein Urenkel. His second defense is in Matthew verse 5. Zweite Verteidigung in Matthäus 5, also Vers 5. He points out the Sabbath law rest did not apply to every specific situation. Yeah. The Sabbath law rest did not apply to every specific situation. Das Sabbatgesetz bezieht sich nicht auf jede denkbare Situation. It did not apply to those working inside the temple compound. So galt das Sabbatgesetz nicht für jene, die innerhalb des Tempelareals arbeiteten. So for those inside the compound, there was a day of labor. Das heißt also, für die im Tempelbezirk war es ein normaler Arbeitstag. Sie mussten sogar am Sabbat schwerer arbeiten als an einem anderen Nicht-Sabbat. There were daily sacrifices and rituals. Es gab Opfer und andere Riten. On the Sabbath day, all sacrifices were doubled. Und am Sabbat wurden die Opfer sogar verdoppelt. And certain rituals were done, they were only done on the Sabbath. Und es gab bestimmte Rituale, die nur am Sabbat vollzogen wurden. For those outside the compound, there was a day of rest. Für die außerhalb des Tempelbezirks war es ein Ruhetag. For those inside, there was a day of labor. Aber für die im Tempel war es ein Arbeitstag. So again, the law did not apply to every specific situation. Das heißt also, das Sabbatgesetz erstreckte sich nicht auf jede denkbare Situation. Now go to page 10. Seite 10. His third defense is in Matthew verse 6. Die dritte Verteidigung ist in Matthäus Vers 6. As the Messiah, he is greater than the temple. Als Messias ist größer als der Tempel. So if the temple can allow work to be done, did not violate the Sabbath rule. Wenn also der Tempeldienst das Sabbatgebot nicht gebrochen hat, he can allow certain works to be done that did not violate the Sabbath commandment. Dann durfte auch Jesus bestimmte Arbeiten tun, die mit denen das Sabbatgebot nicht übertreten hat. His fourth defense is in Matthew verse 7. Matthäus 7 gibt seine vierte Rechtfertigung. He records Hosea 6:6. Beruft sich auf Hosea 6, Vers 6. The works of mercy and works of necessity were always allowed on the Sabbath day. Werke der Barmherzigkeit and mercy and necessity.
Und Werke der Barmherzigkeit und der Notwendigkeit waren auch am Sabbat gestattet. Eating is a work of necessity. Das Essen ist ein Werk der Notwendigkeit. Healing is a work of mercy. Heilen ist eine Barmherzigkeit. Such works were always allowed on the Sabbath day. Und solche Werke waren auch am Sabbat immer erlaubt. His fifth defense is in Matthew verse 8. Die fünfte Verteidigung steht in Matthäus 8. As the Messiah, he happens to be the Lord of the Sabbath. Und als Messias ist er Herr über den Sabbat. So he can allow things they disallow, he can disallow what they allow. Was das Sabbatgebot genehmigt, kann er verbieten. Was das Sabbatgebot verbietet, kann er genehmigen. His sixth defense is in Mark verse 27. Die sechste Rechtfertigung ist in Markus 2, Vers 27. That they have misconstrued the purpose of the Sabbath. Sie haben den Sabbat missverstanden. And when they decided to ask the question, why did God make Israel? Und als sie sich mit der Frage befassten, warum hat Gott Israel geschaffen? The answer was that God made Israel for the purpose of observing the Sabbath. Dann ist die Antwort, Gott hat Israel ins Leben gerufen, um den Sabbat einzuhalten. And they misconstrued the purpose of the Sabbath. Und damit haben sie natürlich den Sinn des Sabbats verfehlt. God did not make Israel for the Sabbath, he made the Sabbath for Israel. Gott hat Israel nicht für den Sabbat, sondern den Sabbat für Israel geschaffen. To give Israel a day of refreshment and grace. Um Israel einen Tag der Erfrischung und der Gnade zu schenken. Now in Luke chapter 6 verses 6 through 11. Lukas Kapitel 6, Verse 6 bis 11. There's a third Sabbath controversy. Da gibt es eine dritte Sabbat-Auseinandersetzung. He repeats some of the same points he made in the second Sabbath controversy. Und hier werden einige Punkte wiederholt von der ersten Auseinandersetzung um den Sabbat. And in these Sabbath controversies, the Pharisees responded in three ways. Und hier in der zweiten Auseinandersetzung antworten die Pharisäer in dreifacher Weise. The first is in Luke chapter 6 verse 11. Erstens in Lukas Kapitel 6 Vers 11. They were filled with madness. Sie waren sehr zornig. They're not controlled by their emotions. Sie werden nun von ihren Emotionen beherrscht. The second response is in Matthew 12 verse 14. Die zweite Antwort ist in Matthäus 12, Vers 14. That they conspired how they might destroy him. Nun überlegen sie, wie sie ihn umbringen können. The third response is in Mark chapter 3, verse 6. Die dritte Antwort ist in Markus 3, Vers 6. They conspired with the Herodians on how they could accomplish this. Und sie tun sich mit den Herodianern zusammen und überlegen, wie sie das bewerkstelligen können. This was a strange alliance. Das war eine seltsame Allianz. Pharisees and Sadducees were on the opposite end of the political spectrum. Pharisäer und Sadduzäer befanden sich an entgegengesetzten Enden des Spektrums. The Herodians favored Roman rule if it was exercised to the house of Herod. Die Herodianer, which rule did they favor? Roman rule. Die Herodianer befürworteten die römische Herrschaft, wenn es dem Hause Herods diente. But the Pharisees opposed all Roman rule in any form. Aber die Pharisäer waren gegen jede römische Herrschaft in jedwelcher Form. But on the issue of having a common enemy, Jesus, they joined together. Aber als sie in Jesus den gemeinsamen Feind entdeckten, haben sie sich verbündet. Now one more passage just to mark down. Noch einen Abschnitt zum Festhalten. Mark 3, verses 7 through 12. Markus 3, die Verse 7 bis 12. He points out, in spite of the opposition, there is still a great following from different parts of the Middle East. Trotz der Gegnerschaft hat Jesus immer noch eine große Gefolgschaft aus vielen Bereichen des Nahen Ostens. Wherever he goes, he is recognized by demons. Überall, wo er hingeht, wird er von den Dämonen erkannt. All right, we'll pick it up with this tomorrow. Und an dieser Stelle fahren wir dann morgen fort. Now let me do three things. Drei Dinge möchte ich jetzt tun. First, make an announcement. Zunächst eine Ansage. Second, two rabbi stories.
zweitens zwei Rabbinergeschichten. And thirdly, answer some questions. Und am Schluss werde ich dann noch auf einige Fragen eingehen. First of all, to make an announcement. Zunächst einmal die Ansage. Last night I shared the ministry of Ariel Ministries with you. Gestern Abend habe ich euch den Arealdienst vorgestellt. I mentioned we now have a branch here in Germany, based in Düsseldorf. Und erwähnte, dass wir inzwischen eine Filiale in Düsseldorf haben. At the moment, our representative is only in about a quarter to one third time. Unser Mitarbeiter hat eine Viertel bis halbe Stelle. Our goal is to put him on full time. Und unser Ziel ist, ihm eine volle Stelle zu geben. So since the funds are available to support full time the work in Germany, he will go on full time. Und wenn wir genügend Spenden aus Deutschland bekommen, dann werden wir ihn voll anstellen können. That will enable us to produce more and more material in German. Und dann haben wir die Möglichkeit, noch mehr Material in deutscher Sprache herauszugeben. So over this week you might make this a matter of prayer. Und vielleicht betet ihr darüber. To see if God may move you to support the ministry on a monthly or yearly basis. Und vielleicht legt Gott es euch aufs Herz, diese Arbeit mitzutragen, regelmäßig zu tragen. If you feel so led, you can either give me a note to that thing or merely mail it to Düsseldorf. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dann könnt ihr mir das sagen oder auch an das Büro in Düsseldorf schreiben. And as soon as sufficient funds are coming in locally, which will stay here in Germany, it'll be supporting him full time. Und in dem Augenblick, wo aus Deutschland genügend Spenden eingehen, werden wir ihn vollzeitlich anstellen. Okay, I'll give you two rabbi stories. Und nun zwei Rabbinergeschichten. These are not new. I've told these here before, but many of you said you did not hear these. Diese sind nicht neu. Ich habe sie hier schon erzählt, aber viele waren wohl nicht da. Now the background to the first story has to do with the way Jewish people pray. Der Hintergrund der ersten Geschichte hat mit der Art und Weise zu tun, wie Juden beten. In Judaism we're not taught to pray extemporaneously. Im Judentum werden wir nicht gelehrt, spontan zu beten. All our prayers were through prayer books. Alle unsere Gebete fanden sich in einem Gebetsbuch. In Judaism there is a daily prayer book and a Sabbath prayer book. Sabbath prayer. There is a daily prayer book and a Sabbath prayer book. Im Judentum gibt es ein Tagesgebet, ein tägliches Gebetsbuch und ein Sabbatgebetsbuch. A Sabbath prayer book for every special festival. Und im Sabbatgebetbuch sind Gebete für die verschiedenen Feste. The story is of a rabbi who's now retired from the rabbinate. Die Geschichte handelt von einem Rabbiner, der inzwischen im Ruhestand ist. All his life he prayed through the same prayer books. Das ganze Leben lang hat er sich durch die Gebetsbücher durchgebetet. In his old age he realized he does not know God any better now than he did when he was a child. Und im Alter stellt er fest, er kennt Gott heute nicht besser als in seiner Kindheit. He made a very unusual decision for an orthodox rabbi. Und für einen orthodoxen Rabbiner hat er eine sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen. He will close his prayer book. Er schließt sein Gebetsbuch. Pray for the first time on his own. Und betet das erste Mal spontan. Maybe then God will answer him. Vielleicht wird Gott sein frei formuliertes Gebet beantworten. If God answers, he has a few questions to ask him to get to know him better. Und sollte Gott auf sein Gebet antworten, dann hätte er auch einige Fragen, die er ihm stellt, um ihn besser kennenzulernen. He closes his prayer book for the first time, began to pray with his own words. Und so schließt er das Gebetbuch und das erste Mal formuliert er sein Gebet selber. In the beginning he stumbled a lot, he was not used to praying that way. Und am Anfang, da stockt und stolpert er etwas, denn er ist es ja nicht gewohnt, frei zu beten. But after a while he got more smooth. Aber mit der Zeit wurden die Gebete flüssiger. After praying for a very long time, he hears a voice from heaven. Und nachdem er auf diese Weise schon längere Zeit betet, hört er endlich eine Stimme aus dem Himmel. Yes, Rabbi, what do you want? Ja, Rabbi, was hättest du gern? I want to ask you a few questions to get to know you better. Ich möchte dir einige Fragen stellen, um dich besser kennenzulernen. God says so ask. Gott sagt, dann stell deine Fragen. My first question is this. Meine erste Frage ist, what does time mean to you? Was bedeutet dir die Zeit? And God says, my time is like this. Und Gott sagt, meine Zeit ist